Ich begrüße euch zu nächsten Thema, Thema Nummer 4, nach Denktechnik die Steine. Und wir haben einen Text. Was ist Theorie über die Steine? Was muss man da erwähnen? Wir haben Begriff Steine in Denktechnik, damit sind alle Figuren und Bauern involviert. Wenn wir reden über Steine, müssen wir wissen, dass die Steine nicht Feld, auf welchen sie stehen, kontrollieren oder angreifen. Das bedeutet, sie sind aktiv auf Nebenfelder nach Regel. Wenn wir wollen, zum Beispiel, wir haben gesprochen über Kontrollzonen. Was wollen wir? Einfluss auf diese Kontrollzonen zu verstärken? Dann müssen wir mit Vorrücken von unseren Steinen, sogenannten I-Steinen und auch die Richtungssteine, das sind dieselben, Initiativsteinen und Richtungssteinen vorrücken und die Verteidiger vom Felder auf unsere Kontrollzone verdrängen, vernichten. Das ist die Arbeit von unseren Steinen. Wir haben mehrere, 14 von 16 auf jeder Seite Steine, die aus einem Feld einfarbig nur eine Farbe kontrollieren. Wir haben König, Dame und Turm und Verbindung zwischen König und Turm Rochade. Das sind die zweitfarbige Aktionen auf Brett. Bedeutet, es ist Ziel, die Steine, die einfarbig aktiv sind, in Anklang zu bringen, dass die gleichzeitig miteinander gut koordiniert spielen. Weniger wichtiger wie die zweitfarbige Steine. Warum? Wenn die einfarbige Steine unkontrolliert spielen und ich diese zweitfarbige habe, geht die Partie verloren. Die Denktechnik hat etwas, was der Engine nicht hat. Das ist, sie zieht Züge nach Logik und der Engine zieht zum Beispiel H3-Zug, dass er ihn zieht, weil in seiner Rechnung ist, er muss Randzüge, so ist er programmiert, ziehen, dass er das ein bisschen abwehrt gegnerische Figuren, die in Nähe von König oder auch andere Seite kommen können. Er macht das schnell wie möglich in Partie, ohne manchmal ohne jegliche Notwendigkeit. Ein Mensch macht immer das, wenn der Gegner, schwarz zum Beispiel, wir sind weiß, eine Kontrollzone spielt, G2. Dann kommt in Denktechnik H3-Zug, der wirklich was bringt. Er deckt diese Kontrollzone. Das ist Unterschied, wo wir Engines leiten und sagen, nein, dein Zug H3 ist in dieser Stellung falsch, aber dein Zug wird vielleicht 5 Züge später richtig, wo mir wirklich eine Bedrohung vorsteht für Kontrollzone G2. Das ist Leiten von Engines. Wir haben mehrere Arten von Steinen. Wir werden ganz einfach durchziehen.
Strategiesteine sind diejenigen Steine, Läufer, Springer und Bauer, die unseren strategischen Raum, ich will jetzt nicht jedes Mal Bild zeigen, weil das haben wir gelernt in Thema 1, schützen, decken. Bedingtes strategisches Stein ist Turm, wenn er Basisfeld kontrolliert von spielender Strategie. Er ist auch, sagen wir, ein strategisches Stein, wenn wir diese nicht spielen. Er ist aber dann ein strategischer Stein in Option. Wenn Strategie entsteht, wird er gewertet als strategischer Stein, wenn er in diesem Moment, wir spielen keine D4-Strategie, er kontrolliert Feld F2 und das bedeutet, er kontrolliert ein Feld, was wir nicht spielen. Wichtig ist, die Türme haben unter bestimmten Bedingungen strategische Steine. Richtungssteine und Initiativsteine, das geht Hand in Hand, wie eine Richtungsfarbe und Initiativfarbe. Wir sehen auch hier, wenn wir diesen Turm wegnehmen, weil Turm ist keine Richtungs- und Initiativfigur, sind selber Steine, strategische Steine, Richtungssteine und Initiativsteine. Jetzt einfache Schlussfolgerung. Nach Denktechnik ist Strategie, Richtung und Initiative selbe Farbe. Bedeutet, diese drei Arten sind sehr wichtig zu verstehen. Initiative ist Hand in Hand mit KOZ. Richtung ist Hand in Hand mit Initiative und KOZ. Strategie ist Ausgang, von wo die ganze Aktivitäten. Sie definiert Farbe, sie definiert, aus welcher Farbe werden wir aktiv. Wir haben Entwicklungssteine, das sind Läufer und Springer. Und schon wieder kommt Turm als sogenanntes Ausnahmeentwicklungsstein, aber er ist Entwicklungsstein nur dann, wenn er Basisfeld und gespielte Strategie kontrolliert. Das bedeutet, hier ist klar definiert. Wir haben dann für jeden Stein eine Beurteilung. Gut, was ist Bauer? Er ist ein Initiativstein. Und er ist ein Strategiestein. Bedeutet, alle Steine werden dank unserem Schachfreund Hans, er hat fantastische Grafiken gemacht, auf Entwicklung, Initiative, Strategie, Richtung, Farbe, Farbe gleichzeitig, das bedeutet zwei Farben, Schlagkraft und Umwandlung. Es ist klar, dass der Bauer einzige ist, der eine Umwandlung nachvollziehen kann. Ich bin in diesem Moment, was ich jetzt das zeige, überzeugt, dass bessere Vorstellung, was ein Bauer oder Läufer oder Springer ist, diese Grafiken von Hans zeigen wirklich fantastisch die Wirkung. Es gibt Unterstützer, es gibt in Option Entwicklung, das alles kann man hier nachlesen. Was ist eine Entwicklung in Option?
Er selbst ist kein Entwickler, er gibt aber Platz und ermöglicht eine Entwicklung, deswegen steht da Entwicklung in Option. Er unterstützt Initiative, ist aber keine Initiative. Sogenannte. Er kann nicht. Er ist Unterstützer. Warum nennen wir ihn trotzdem Initiativstein und Strategiestein? Strategiestein ist und Initiativstein, weil er Einfluss auf Strategiefelder und Kontrollzone nehmen kann. Nehmen soll. Und weil er der billigste Stein ist. Das bedeutet, er hat die meiste und die größte Einfluss auf Felder, weil nur auf andere Seite ein Bauer kann neutralisieren seinen Einfluss. Alle gegnerischen Figuren gehen verloren, wenn ein Bauer, sagen wir, Kontrolle übernimmt. Wichtig ist hier noch wissen, er ankündigt Richtung. Wie ist das gemeint? Ein Bauer auf Spitzfeld ist gemeint, dass er eine Richtung ankündigen kann, dass er immer macht. Sonst ist eine Richtung eine vollständige Richtung, wenn zwei Steine in eine KZ-Felder kontrollieren. Das ist eine Notwendigkeit. Läufer trennen wir strategischen Läufer. Das ist Läufer, welche Farbe von eigener Strategie kontrolliert. Wir sehen hier, er ist Entwicklungsfigur vollständig. Er ist Initiativfigur vollständig. Strategiefigur vollständig. Und Richtungsfigur vollständig. Eine fantastische Zeile. Er kann aber nur eine Farbe kontrollieren, deswegen ist nicht zweifarbig, sondern einfarbig. Schlagkraft sehr stark, aber nur auf eine Farbe. Bedeutet zur Hälfte. Er kann sich nicht umwandeln, er kann keine zwei Farben kontrollieren gleichzeitig. Der Angriffsläufer ist so mager, er sieht nicht besonders gut, aber ist er sehr wichtig. Er ist Entwicklungsfigur. Warum ist er keine Initiativfigur, ist die Antwort folgende. Angriffsläufer ist andere Farbe wie meine Strategie, meine KZ und das ist die Antwort. Er hat genauso wie strategische Läufer auch nur zu 50%, bedeutet nur eine Farbe. Und Schlagkraft ist genauso nur auf eine Farbe. Das heißt, wenn er so mager ist gegen den, heißt noch nicht, dass der andere viel wichtiger ist. Beide zusammen in Einklang sind wichtig. Wir kennen auch strategischen Springer. Der strategische Springer ist Springer, der strategische Felder oder Farbe von strategischen Feldern kontrolliert. Dass er unterstützt Initiative und auch Richtung, dass er gleichzeitig nur eine Farbe deckt, mit seiner Bewegung geht er auf andere Farbe und dann wieder nur eine Farbe deckt. Schlagkraft ist viel kleiner, weil er begrenzte begrenzte Bewegungsmanöver hat. Und Angriffsspringer hat zwei Eigenschaften. Er ist Entwicklungsfigur auf eine Farbe und Schlagkraft ist krank. Das bedeutet, wenn man so sieht, Angriffsspringer, seine Rolle ist vernichten. Gegnerischer Raum oder Schutz von gegnerischer König oder Hilfestellung für ein Mattsetzen von Dame. Türme
sind ganz interessant. Hier kennen wir nicht strategisches Turm und nicht strategisches Turm. Wenn der Turm Basisfeld kontrolliert, dann ist er Bedingte. Er ist Unterstützer bei Richtung. Zweitfarbig. Er hat eine sehr starke Schlagkraft, aber leider nur Linie und horizontal und vertikal. Und das ist sehr gut hier gezeigt. Wir brauchen dafür kein zweites Diagramm. Die Dame ist die größte Schlagkraft, auch zweitfarbig, auch einfarbig, Unterstützung von Richtung. Ein bisschen hier sehen wir bei Strategie, es gibt ein einziges Fall, wenn wir ein leeres Feld, was Gegner nicht angreift und ich nicht mit anderer Figur decke, Basisfeld kontrolliert, das ist hier gemeint. Und Initiative auch nur eine Unterstützerin, mehr nicht. Wieso auch bei Richtung. Keine Entwicklungsfigur. König ist gleichzeitig bei der Farm, Schlagkraft ist sehr klein, weil er nur einfällt. Aber seine Wichtigkeit ist, wenn er im Zentrum im Endspiel ist, ist er super. Farbe sehr stark. Und so weiter. Beide farbig. Perfekt. Erstmal gibt es zu diesem theoretischen Teil vom Beitrag Fragen. Wenn keine Fragen sind, danke ich Hans für diese fantastischen Diagramme, die allem und auch mir Klarheit in Eigenschaften von Steinen bringen. Das war eine tolle, super tolle Idee und super tolle Arbeit. Dankeschön. Jetzt kommen wir zu einer Partie, die ganz interessant ist, weil sie ein Beweis ist, dass die Denktechnik Partien gewinnen kann. Moskauer Variante und so gespielt bedeutet, ich setze alles auf weißfeldrige Strategie. Jemand wird sagen, okay, warum alles so auf weiß setzen? Aus einfachem Grund, weil ich Gefühl habe, man kann probieren, im Anfang eine Farbe total zu beherrschen und dann die zweite dazuzulegen. Was passiert in diesem Moment? Auf einmal habe ich zwei Strategien. Baustrategien. Ich habe auch zwei, sagen wir, gleichwertige Baustrategien, die aber vielleicht doch weißfeldrig höhere Aktivität haben. Zum Beispiel hier nur ein Stein oder hier nur ein Stein in eine KZ, das ist Richtung in Option. Hier auch Richtung in Option. Und der Unterschied macht Folgendes aus. Jetzt ist wichtig zu wissen, ich konnte eine Dame schlagen und ich habe ein Problem. Ich kann nicht Läufer tauschen. Und jetzt komme ich in ein Problem, dass die Partie schwierig zu gewinnen ist.
Gegner hat Läuferpaar und er kann kompensieren meinen Raumvorteil. Hier ist extrem wichtig, richtig zu schlagen. Ich setze alles auf weiße Strategien, deswegen werde ich meinen strategischen Läufer vernichten. Er rochiert. Ich kann es mir nicht einfach erlauben, dass er mich da Probleme macht. Was passiert jetzt? Ich unterstütze mit diesem Zug Turm C1 wieder Basisfeld von meiner weißen Strategie. Das ist mein Angriffsläufer. Andere Farbe ist wie meine Strategie, auf die ich setze. Ich habe eine Figurenstrategie, D4. Ich habe aber keine Richtung und keine KZ. Und das bedeutet, ist so, nennen wir das ein bisschen minderwertig. So. Hier habe ich lange gedacht, dass der Zug F4 einzige ist. Das ist aber schon jetzt Übergang auch. Ich sehe nicht genau, wie soll ich denn die weiße Strategie weiter stärken? Und dann wäre das Logik. Wenn ich nicht weiße Strategie und weiße KOC verstärken kann, wäre Tempoverlust, irgendwas zu ziehen ohne Wirkung. Bedeutet, dann muss ich die zweite Strategie vorbereiten und stärken. So. Das war die Idee. Wenn wir sehen, was spielt er? Das ist ein klassisches Engine-Zug. Ich spiele nach Logik. Er hat umgerüstet. Und wir spielen noch immer dieselbe Strategie. Jetzt aber. Das war die grundlegende Idee, die ich gehabt habe und die mir nicht gefallen ist. Und meine Entscheidung war diese. Ich habe Springer zurückgespielt und auf die Art gestärkt meinen Springer, geöffnet die D-Linie und vielleicht eine Möglichkeit, Springer über G3, F4 in Angriff zu bringen. Der Gegner konnte vielleicht so etwas probieren, das ist immer interessant. Aber er hat sich genau nach Schablone entschieden. Und jetzt ist der Unterschied, dass ich jetzt diesen Zug habe. Und diesen Zug habe. Ich unterstütze jetzt, letzte Figur bringe ich ins Spiel. Verbessere und wenn Dame kommt, jetzt ist der richtige Moment, Plan zur Vollendung zu bringen. Und der Plan ist Anton 3. Meine Aktivität von Läufer, von Springer auf E2, das ist D4 Richtung E5 und mit A3 ist das. Das ist ein klassisches Denkmethode-Zug. Alle Leute fragen sich, was ist, wenn er schlägt? Passiert Folgendes. Dame B2 ist so gefangen und auch Dame B4 ist so gefangen.
Hier nach A3 ist meines Erachtens Partie kaputt. Weil jetzt wird er nicht mehr kommen, dass er einen guten Zug findet. Damit C7. Und jetzt kommt der Moment. Vorher musste ich F4 ohne Tempo spielen. Jetzt spiele ich F4 mit Tempo. Hier war meines Erachtens einzige Fehler von mir. Ich musste hier stärker spielen. Ich habe Läufer F2 gespielt, aber das war stärker. Und so, dass ich die Dame in die richtige Position kriege, dass ich dann, wenn notwendig ist, mit Tempo weiterspiele, das wäre noch stärker. Aber hier war vielleicht stärkste Zug H6, sich ein bisschen vorbereiten auf Verteidigung. Jetzt habe ich, es kommt B6. A4. Und jetzt bringe ich auf andere Seite. Jetzt gehe ich wieder stärken die weißfeldrige Strategie. Richtung König. Ich vorbereite Möglichkeiten auf Angriff. Ich habe auch langsam und sicher Vorteil auf Damen, Raumvorteil. Jetzt sehen wir, wäre ich geblieben auf E und was andere gezogen, wie ich gezeigt habe, wäre die Dame auf B1, ich hätte E4 geschützt, Läufer auf E3, hätte ich kein Tempo verloren. Das waren kleine Sachen, aber es wäre viel besser. Jetzt muss ich anders machen. Wenn ich hier direkt spiele, Dame C2, ist nicht gut. Ich gehe in Fesselung. Wenn ich aber Läufer D4 spiele, Läufer E7 und jetzt Dame C2, ist diese Fesselung nicht schlimm. Springer weg, er probiert abtauschen. Turm auf E. Das ist ein positionelles Kampf. Und Turm D2. Es ist jetzt klar, dass ich auf Druck auf die Linie, Druck, ich kontrolliere jetzt Basisfeld G2 und F2. Und wenn die Dame weggeht, auch Basisfeld C2 doppelt gemoppelt. Und auch B2. Dame wieder auf C7. Und jetzt zweite Turm, ich vorbereite. Und jetzt kommt wieder Manöver. Hier wäre Stärkung König H2 möglich, wie ich auch. Aber das waren zwei Sachen, die ich... Ja, jetzt wird jemand fragen, warum auf G3 Springer ungedeckt lassen, wenn er vielleicht von C7 angegriffen werden kann. Deswegen kenne ich H2. Aber ich spiele auch so, weil er kein Tempo gewinnen kann. Wenn er D5 spielt, spielt nichts. Er muss einfach Züge. Ich verbessere und er kann nichts. Jetzt wird einfach weiter gedruckt von meiner Seite. Und jetzt ist der Moment, wo ich attackiere seine D5 Raum. Jetzt wird jemand sagen, warum? Du spielst doch keine D4 Strategie. Aber ich will damit Klarheit. Ich will, wenn geht, E5 provozieren, dann ist Bauer D6 noch schlimmer. Wenn er haut, habe ich gute Stellung und wenn er so spielt, gehe ich raus aus Fesselung. Jetzt ist Turm derjenige, der deckt auf G3. Und Verdopplung. Jetzt hauen ist falscher Weg.
solche Ideen bin ich zu spät, weil er kann Druck auf E-Bauern machen. Das kann er nicht, wenn ich verdopple. Dame wieder auf D2, er greift mich an, Turm F2. Das sind Stellungen, die mir liegen, hin und her. Und Dame D1 und Springer G2. Und jetzt ist klar zu sehen, ich setze weiterhin auf eine weißfeldrige Strategie. Neue Steine kommen zu Angriff. Und jetzt ist Folgendes. Solche Züge ist möglich. Dann einfach G5. Dame C6. Und jetzt springt er wieder zurück. Er muss E4 decken. Und jetzt ist klar, ich habe meinen Bauer von G2, G4 bewegt. Und damit verstärkt meine Kräfte für Angriff auf gegnerische König. Er geht wieder zurück. Was nun? Jetzt vernichte ich seinen Angreifer. Warum? Weil ich jetzt sehe, dass mein Angriff durchgeht. Wenn die Dame den Bauer schlägt, ist G5 wahrscheinlich schon direkt Schluss. Und das ist vorbei. Man kann sich das angucken in Analyse. Einziger Zug ist Dame C5. Steine. Steine haben wir heute ein Beispiel wirklich in dieser Partie. Meine Manöverkräfte. Die spielen ganze Zeit auf eine Farbe, Druck machen, vernichten gegnerische Steine, die meine Farbe bedrohen können, wollen, sollen. Und dann kommt Angriff aus nichts. Und das ist das. Und jetzt. Jetzt ist klar, dass Kraft von meinen Steinen hoch ist. Und weiter. Vernichtung. Dame E5 ist so ein Zug, der nichts bringt. König muss weg, weil sonst wäre Schach und großes Ärger. Und jetzt kommt der nächste Zug, Dame D3. Da ist er, mein Gegner, wahrscheinlich vom Stuhl gefallen. Und Turm F3. Und jetzt ist nur noch notwendig, richtig Figuren zu stellen. Springer F4. Überlegung. König aus Festung raus, Turm G4, zweiter Springer, zurück muss er gehen. Und jetzt Attacke auf Endspiel. Muss weggehen, Doppelangriff. F-Linie Angriff. Und hier können wir schon sagen, ne? Manöver, Wiederholung und jetzt auf einmal fällt alles. Und die Partie ist futsch. Zwei Springer neben König, schützen König. Das Schöne in dieser Partie ist,
Weiße hat die ganze Zeit nichts gedroht. Schwarz hat die ganze Zeit Züge gezogen und das ist keiner, der war im Weltmeisterschaftsfinale mit 50% auf dem geteilten 8. Platz. Er hat Turnierkandidaten gewonnen, Memorials gewonnen, ein Spieler, der wirklich Schach spielen kann. Aber ich habe ihn berühmt einfach mit Denktechnik, dass ich, wie sagt man, manövriert habe mit meinen Steinen so lange, bis seinen Steinen nur schlechte Züge geblieben sind. Ich habe für Turm zwei Springer gekriegt habe und damit eine Figur mehr. Dabei habe ich geachtet, dass ich keine offenen Linien habe, wo er hineinkommen kann. Und wenn er öffnet, baue ich mir einen Freibau. Und das ist ein strategisches Plan, den man ganz einfach verfolgen kann. Jemand wird sagen, ja, viele Züge wiederholen, nach vorne zurück und so weiter. Es ist bei Manövrieren mit Steinen einfach notwendig, viele Züge, weil der Gegner kann sich nicht im kleinen Raum so bewegen wie ich mit größeren Raum. Das habe ich mit C4 und E4 schon erste Bedienungen dafür geschafft. Bedeutet, ich muss mit Manövrieren ihm dazu bringen, dass ihm nur schlechte Züge bleiben. Ich nenne das Zugzwang, weil das ein Zugzwang ist. Zugzwang ist immer dann, wenn bleiben nur schlechte Züge. Das ist Zugzwang. Nicht, was man sehr oft hört, ja, der Gegner hat keinen Zug und jetzt muss er Dame aufgeben. Er ist mit diesen Hin und Her auf Ende gekommen in Zugzwang, dass er öffnen musste mit B5. Wenn er das nicht tut, verliert er genauso. Sind Fragen hier? Am besten ist Engine einschalten und Partie verfolgen mit Engine. Und dann wird er staunen, wie der Engine andere Züge spielen will. Und ich lasse ihm das nicht. Hat jemand eine Frage? Gucken wir uns diese Stellung und schalten wir unseren Kibitz. Was sagt er? Ja. Ich habe so viele Kibitze, dass ich nicht mehr weiß, wem soll ich denn benutzen. Ach, ich bleibe bei dem. Ich hoffe, dass er überhaupt funktioniert. Sonst, weil ich bin noch nicht fertig mit neuen Netz. Ich habe ein neues Netz, dem neue Alpha Zero Netz. Und dem muss ich jetzt im Parameter, was ich alles schon gemacht habe und geschickt habe, die Fleißigen haben das schon gemerkt, dass da was anderes ist. Und dieser Zug ist ein schlechter Zug. Aber der ist wahrscheinlich wirklich der Stärkste vom Stärksten. Wenn man die wahre Stellung hier sehen will, ob sie taktisch ist, was wahrscheinlich nicht stimmen wird, muss man hier Netz ausschalten. Das ist schon der neue Netz. Dann sehen wir gleich, dass er andere Vorstellungen hat. Läufer F2 ist auch hier, aber nicht so, dass er ernstes Wort mitreden kann. Deswegen war manchmal, ich habe das
bewusst gemacht, weil ich wollte einfach weiter manövrieren. Und dieser Zug, wir sehen hier, er spielt auch eigene Züge. Aber Springer C5 kein Problem. Das ist keine Drohung, dass man sich denkt. Wenn man hier ein bisschen weiter geht, ich meine schon so, dass hier der beste Zug wäre H6. Immer mehr kommt Engine in Stellung hinein und immer größere wird Vorteil. Weiße Felder kontrollieren. Dame B7, Springer G3, Turm ED1. Er weiß nicht, was er ziehen will. Läufer D4, Läufer E7, Läufer Dame C2. Hier ist etwas klar. Dame hätte gehen müssen auf ein ganz anderes Feld. Ich spiele sie auf diesem Feld. Ich vorbereite einen Angriff auf die Linie, was überhaupt nicht entscheidend ist, Angriff auf F-Linie. Aber ich will Verwirrung. Schon wieder ein Zug, der nicht so beliebt ist von Engine. Engine hätte alles andere gespielt. Ah ja, jetzt hat er ihn auch. Verdopplung. Diese Manöver haben Sinn, dass ich jetzt langsam vorbereite Vorstoß F5. Fragen wir uns, ob hier in dieser Stellung F5 funktioniert. Vielleicht auch. Aber ich habe lieber keinen so gemacht. Er ist ganz verzweifelt, er hat keinen Zug. Und jetzt zeige ich Farbe. Hier öffne ich zu viel. Er kann sich wehren. So kann er sich nicht wehren, weil Bauer auf F7 bleibt. Zum Beispiel, was ist mit diesem Zug? Das ist gleich Schluss, weil jetzt kriege ich weitere Angriffsfiguren auf seinen Schwarzwälder Raum. Er geht wieder abwartet so. Und jetzt wäre normal ein anderer Zug, ich verdopple. Er schützt sich. Ich spiele diesen Zug. Engine hat das beurteilt mit 0,30. Und dann auf einmal ändert seine Meinung. So seht ihr, es ist ganz hin und her. Hier ist wichtig, Feld und Bauer E4 mein Spitzfeld entlasten. Jetzt ist Druck da.
Hier muss er hauen, egal mit was, er muss hauen. Dame E5, Dame F3. Dieser Zug ist kein Engine-Zug. Es ist wieder ein Manöverzug. Und dieser Zug ist auch kein Engine-Zug. Es ist einfach Manöverzug. F5 funktioniert nicht. Schon wieder ein. So, und jetzt gegnerische Dame. Was soll er hier spielen? Im Falle, dass er jetzt sich entscheidet, weiß ich nicht. Turm G6. War auch in einer Demo. Hau ich weg. F6 wird immer mehr logischer. Warum? Weil er einfach ziehen muss. Sonst ist früher oder später Bauer weg. Zurück. A. A4. Man sieht einfach, wie die Stellung in sich selbst zerfällt. Gut, wir haben noch Möglichkeit, wenn irgendwo noch Fragen sind, aber ganz schön ist zu sehen, dass nicht immer, wenn man über Steine redet, Engines Kraft die beste ist. Mehr man hin und her zieht, werden die Engines verwirrt. Und wenn der Gegner, gut, mein Gegner kann auch Nachschach, aber trotzdem habe ich ihn hier immer mehr irritiert. Er ist einfach nicht klar gekommen mit diesen vielen guten Manövern. Gut, hat jemand noch eine Frage? Dann bedanke ich mich, wünsche ich euch einen schönen Abend und bis Teil 5. Danke, Grüße an alle. Jo, danke. Oh, vielen Tschüss. Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.